Ich kann nur mal unterstreichen, dass bei uns die Pressefreiheit bedeutet. Es fallen die Masken auch. Auf der Pressekonferenz in Kopenhagen tragen die Journalisten keine mehr, auf der die Regierungschefin den Übergang in eine neue Zeit ankündigt. Ab kommender Woche will Dänemark fast alle Corona-Maßnahmen abschaffen. Die Einstufung von Covid-19 als Bedrohung für die Gesellschaft soll gestrichen werden. Während der Pandemie wurden unsere Geduld und unsere Einheit als Dänen getestet und wir haben den Test bestanden. Wir sind bereit, aus dem Schatten des Coronavirus zu treten. Wir verabschieden uns von den Einschränkungen und heißen unser Leben willkommen, das wir von vor Corona kennen. Genauso England. Auch dort werden fast alle Pandemie-Maßnahmen aufgehoben. Keine Maskenpflicht mehr in Innenräumen, kein Vorzeigen mehr des Gesundheitspasses bei Veranstaltungen. Trotz hoher Fallzahlen flacht die Infektionskurve langsam ab. Die Krankenhäuser sind nicht überfüllt. Die Immunität in der Bevölkerung steigt. Und dieser Trend wird bleiben. Jedes Jahr wird es besser werden und dennoch müssen wir uns sicher sein, dass es auch Rückschläge geben kann. Auch Italien will zu einer Koexistenz mit dem Virus kommen, plant sogar für asymptomatisch positive Corona-Fälle keinerlei Einschränkungen mehr und lockert bei den Einreiseregeln. Dort gilt wieder 3G. Wer geimpft oder genesen ist, muss, anders als bislang, keinen negativen Corona-Test mehr vorzeigen. Europa sucht einen neuen Umgang mit der Krankheit. Ich kann nur mal unterstreichen, dass bei uns die Pressefreiheit bedeutet. Annalena, kommst du bitte zum Schluss?